Hey ho, hier ist der Zello, willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo im Franchise-Modus. Jo, wir starten mal hier bei den Jaguaren. Mir ist da, upala, mir aufgefallen, wir haben ein schwarzes Jaguar-Baby. Ist das süß. Starten wir doch auch gleich mal rein. Das werden wir auf jeden Fall aufheben. So. Und viele Gäste denken, die Tickets sind zu günstig. Na, das ist doch überhaupt kein Problem. Dann machen wir hier 28 und machen wir hier 14. So. Guck mal, das Männchen ist so. Das ist ein Männchen, das ist Gold. Das hat das für Dingens auch gar nicht so schlechte Werte. Das behalten wir auf jeden Fall. So, Königstiger wird auch bald Nachwuchs haben. Inspektor ist angekommen. Mal herzlichen Glühstrumpf. So. Ja, genau, wir haben ja hier die Mauer ausgetauscht, weil die blöde Hecke hat ja nicht gehalten. Wir hatten die Tigers ein schönes Zuhause gegeben. Was ist hier? Transformator muss repariert werden. So. Also ich mache ja grundsätzlich keinen Plan, was wir vorher machen, aber wir sagen erstmal Hallo, den Spobo. Den It's the Nerd. Den ganz viele Ziffern und Thais 14. So, was ist hier los? Ihr fühlt euch nicht wohl. Warum fühlt ihr euch nicht wohl? Gäste, es ist sau heiß hier. Der ganze Müll ist ja widerlich. Ah ja. Dann gucken wir uns doch erstmal das Problem an. Wo haben wir denn hier Müll? Ach, ihr wollt mich doch rollen, oder? Wo sind meine Kehrmeister? Der Kehrmeister braucht hier erstmal Dingens. So, kein Arbeitsbereich. So, du kommst gleich mal mit und kriegst da einmal was zu tun. So. Was sagen denn meine anderen Kehrmeister? Das da, das da. Ja, die Tierpfleger kriegen definitiv auch noch ein Upgrade. Und der Techniker hat ja auch einen großen Bereich. Ja, und das übliche Problem mit den Verkäufern. So, hatten wir alle Mitarbeiterräume? Ja, erstmal medizinische Versorgung, dann müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir dann demnächst mal noch was anderes machen, wenn wir die Mitarbeiter weiter geschult haben. Da ist leer. Wie Verkäufer haben wir denn jetzt eigentlich? 33. Na komm, stellen wir hier noch einen für die Futterstation ein. Oder eine. Futterstation. So. Viel Spaß beim Arbeiten. Auch euch geht's gut, ne? Ihr pennt und die Babys spielen. Na, ist auch, so ist auch gut, ne? So kann man das machen. So, wollen wir mal bei Zupet jetzt zusammen gucken, was wir noch so für dschungelartige Tiere hier haben. Ja. Schwierig, ne? Wir haben jetzt viel afrikanische Tiere. Krokodil? Wo leben die? Asien. Tropen. Boah, Krokodile ist ja auch nicht verkehrt, ne? Ich weiß noch nicht, wie ich das umsetze am besten. Was steht denn bei denen da so? Gäste können wir hier... Nein, können sie nicht. Geschlechtsreife mit 14. Die habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Die vermehren sich ja auch wie die Karnickel, sage ich mal, ne? Was gibt es denn noch so für Alternativen? Ameisenbär. Ameisenbär wäre auch eine Option. Ameisenbär wäre auch eine Option. Was habe ich denn eigentlich noch so für Tiere? Hier. Hier. Ich hätte da mal ein bisschen aufgeräumt, weil ich bei mir noch einen anderen Zuchtzoo aufgemacht habe, um teilweise hier noch bessere Tiere zu züchten. Ach guck mal, wir haben hier sogar noch Krokodile. Könnten wir die eigentlich benutzen? Oder wenigstens eins von beiden. Bin ich jetzt abgeneigt, eventuell doch die Krokodile zu nehmen? Was gibt's hier noch? Oh, Pandas, ja. Aber die sind nur gemäßigt, also sind die nicht so dschungelmäßig. Was mit euch? Nee. Jaguar haben wir ja. Königstiger. Königstiger haben wir. Das ist Afrika. Was ist mit euch? Asien. Gemäßigt und Graslandschaft. Nee, ist auch nicht so das Richtige.
Ist schwierig. Truppen. Gorilla. Oh. Die Gorillas finde ich auch sehr interessant, aber wir gucken jetzt gerade mal hier eben nach den Vivarientieren. Weil hier hat er schon wieder einiges Nachwuchs. So, erstmal zum Handelszentrum schicken. Erst nochmal kurz extra nochmal nachgucken. Weil ich hatte eigentlich gesehen, dass die Puffotter eigentlich auch Nachwuchs hatte, wenn ich das richtig. Ja, und da hat man wieder einen kleinen Ticken zu früh gedrückt gehabt. So. Ich glaube, wie sieht's hier aus? 25 Tiere. Und dann räumen wir mal auf, ne? Skorpion, Skorpion. Voyage-Spinne, brasilianische. Haben wir zwei goldene. Wie sieht's bei euch aus? Gold. Ah, die Schildkröten werden bald erwachsen. Warum habe ich hier noch eine Abgottschlange drin? Warte mal. Vivarientiere. Oh, hoppala. Haben wir die wohl aus Versehen? Wo ist sie denn jetzt? Hier, die da. An Zoo senden. Außer den eingelagert, würde ich sagen, ne? Da hinten. Dama hat der Nachwuchs. Was kosten? Gibt es denn eigentlich momentan auch Gorillas? Gibt es denn Vogelspinne hat der Nachwuchs. Flachland-Gorillas. Wo sind sie denn? Bei F, ne? Was? Die stehen, glaube ich, weiter unten, ne? Ah, hier westlicher Flachland-Gorilla. Okay. Es gibt sogar welche. Haben die gute Werte? Größen gehen nur 8. Ah, den nehmen wir auf jeden Fall. Und den? Gibt es jetzt auch noch ein Männchen dafür? Komm. Oh ja, ganz viele. Nee. Nee. Oh, Doppel 100. Ja komm, nehmen wir den. Und jetzt müssen wir uns mal um die Schildkröten kümmern. Die werden hier gerade alle erwachsen. Riesenschildkröte da. Freilassen. Hat nichts. Die hier. Hat Gold. 2x100. Lagern wir erstmal ein. Warte mal. Wo waren wir? Die ist weg. Die ist eingelagert. Kann auch freigelassen werden. Hast du auch 2x100? Und du hast auch nichts. So, wie sieht's denn momentan bei der Aldebra-Schildkröte aus? Aldabra. So. Okay, dann dürft ihr jetzt mal wieder ein bisschen loslegen. Haben nicht mehr so viel Nachwuchs. Forschung ist abgeschlossen. Okapi ist fertig. Das Okapi ist fertig. So ist nochmal das Okapi. Hier ist das Okapi. So. Ihr habt 2. Komm, ich gebe euch mal 3. So. Dann machen wir ein schönes Gorilla-Gehege, würde ich sagen. Bin schon überlegen, wie wir es am besten machen. Erstmal nochmal kurz bei den Vivarientieren gucken. Geht ja zügig. Ah ja, hier. Nicht, dass hier irgendwelche Demonstranten kommen. Ich glaube aber, wir machen erstmal. War der hier? Ja. Hier einen Weg hin. So. Gehen wir hier auch eine Rasterausrichtung drauf? Ja. Noch ein Stückchen weiter rum. So. Das war zwar das Gehege hier vielleicht hin platzieren, aber dass wir uns vielleicht hier eine Option lassen, eventuell so eine Art Bahnhof zu machen und den Weg dann hier hinten weiter rumführen zu lassen, dass wir hier vielleicht auch nochmal ein Gehege vielleicht hinsetzen können,
Und dass wir den Weg vielleicht jetzt zwischen miteinander verbinden. So in die Richtung. Oh, das war ein Riesenskorpion, ist gestorben. Ach ja, hier, die hatten auch Nachwuchs. So, und dann brauchen wir einen männlichen Skorpion. So, einen männlichen Skorpion hier. Nee, ihr wart ja hier, ne? Ja. So. So, was brauchen denn die Flachland-Gorillas? Mindestens Wasser 3 Meter breit und 1 Meter tief, dass die da nicht durchkommen. Und Kletterschutz und mindestens Grad 3. Also die Vivarientiere machen heute echt ein bisschen Stress, ne? So kommen wir auch nicht voran. Aber das ist jetzt hier gestorben. Eine brasilianische ist weiblich, alles klar. Brasilianische Wanderspinne. Da. Wo haben wir die? Die haben wir vorne, ne? Ja. So, bitte da einmal rein. Oh, gut. Das Okapi wird auch gleich erwachsen. Und dann suchen wir uns schon mal einen Zaun. Ich würde sagen, wir nehmen den da. Dann passt der hier wenigstens so halbwegs mit dazu. Ich glaube, ich würde auch das Gehege hier gleich so anfangen. So. Haben wir die 15 Grad Neigung? Ja. Nee, das ist mir ein bisschen zu schief. Dann müssen wir hier nochmal so ein bisschen nachordern. So. Und so. So. Das kann man nicht runden. Dann machen wir hier vielleicht einen 10 Meter Teil. Den. Und machen das dann so. Und dann jetzt hier 20. Okapi ist erwachsen. Sehr schön. Warte mal, das Okapi ist erwachsen. Wollen wir mal kurz auf Pause machen, weil bei den Jaguars geht es jetzt auch los. Erstmal das Okapi. Ja, könnten die eigentlich werden. Dann lagern wir das. Ne, wir lassen das frei. Die kriegen bestimmt nochmal Kind. So, und der Jaguar war abwachsen. Ja. Ja, ganz schick, auch Gold, aber darfst deine letzten freien Tage in der Wildnis erleben. Also dein Leben in der Wildnis verbringen. So. Und das ist noch ein Jaguar? Ach genau, das ist ja das. Das lagern wir auf jeden Fall ein, weil es hat eine andere Farbe. Und jetzt du bist auch erwachsen. Du hast einmal 100%. Schade. Zweimal wäre besser gewesen. Und was hast du? Du hast nichts. Du darfst dann auch. Und tschüss. Viel Spaß in der freien Wildbahn. So. Machen wir mal hier schnell unsere Barriere noch fertig. 20. Machen wir hier 10 und 10. Hier nochmal 20 und so. Ist das wenigstens nicht ganz so quadratisch, ne? So, und hier hinten machen wir dann den Eingang für die Zoopfleger, Tierpfleger. Dann können wir hier nämlich den Mitarbeiterweg. Hier am Rand lang führen. So. Die andere Spinne ist gestorben. So, du brauchst jetzt das Männchen. Brasilianische Wanderspinne hier an den Zoo senden.
kurz hier vorne hindüsen und dann können wir jetzt hier weitermachen. So. Wo hatten wir das denn jetzt? 3,46 Meter. Okay, dann machen wir das hier mal. 4. Was ist eigentlich Kletterschutz? Klettersicher? Beides. So. Und dann machen wir da noch Einwegspiegel rein und die machen wir einmal andersrum. So. Ja, aber eigentlich brauchen wir ja nicht komplett drumrum, oder? So, ab hier. Da brauchen wir. Okay. Wie viel? Was ist denn hier? Asiane, was ist denn? Sauberkeit. Tierpfleger. Mach doch mal bitte das Vivarium da sauber. Kann ja gar nicht angehen. Mann, Mann. Unglaublich. Wozu bezahle ich euch eigentlich? So. Ach ja, ich wollte erstmal gucken. 780 Quadrat. Was haben wir denn hier eigentlich jetzt an Fläche? Oh, das sollte reichen. Oh, jetzt ist auch noch eine Puffer gestorben. Aber heute gibt das mir richtig, ne? Heute richtig. So, Puffotter. Oh ja, hier, der hat auch Nachwuchs. Warte nicht. Und ich brauche eine männliche Puffotter. Ich hoffe, dann können wir endlich mal weitermachen. An den Zoo senden. Und man guckt immer noch so komisch traurig rein. Verstehe ich nicht. Nur weil es warm hier ist. Kann auch nicht den ganzen Weg mit Kühlakkus hier versehen. Weißt du, was das kostet? Kannst ja mal probieren, aber. Kann ich hier den Radius? Also auf 25. Und das dann hier mal unter den Boden. Kann ja nicht sein, nur weil die immer zu heiß ist, dass ich dann hier eine schlechte Bewertung reinkriege. Das ist irgendwie doof gemacht, muss ich sagen. Und ich kann auch nichts dafür, dass das so heiß ist. Ist halt nun mal der Kontinent ist in Australien, ist halt nun mal ein bisschen wärmer. Kann ich doch jetzt nicht die ganzen Kühlaggregate ständig hinbasteln. Nur weil euch, Herrschaften, hier zu warm ist. Und noch kein Zoo gesehen, wo Kühlaggregate benutzt werden, damit dem Besucher nicht zu warm ist. Mann, 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 Mann. Was mache ich hier irgendwie alles für euch? Ey? Könnt ihr das mal... Jetzt werden wir mal gucken. Ich werde jetzt auch noch nicht runterdrücken. Ich werde jetzt erstmal so lassen, weil sonst komme ich hier mit dem Gorilla-Gehege auch nicht weiter. So. Da will man gerade mal weitermachen. Und dann stirbt hier schon wieder eins. So, ich brauche eine männliche Schabe. So, wo ist sie denn? Hier, australische Großschabe. Da. So.
Jetzt bitte lasst mich doch einmal einfach an meinem Gorilla-Hege weiterbauen. So, Gehege. Art, ganz unten. Da. So, Futter. Kriegt er erstmal hier eine Plattform hingestellt. Die kann ich ja dann auch umlegen. Erstmal die wichtigsten Sachen erstmal hier rein. Wasser. Schlafmöglichkeit. Ja, ich glaube, ich nehme das auch wirklich, weil habe ich mal im Workshop gefunden und fand das eigentlich ganz cool. Mal gucken, wie wir das am besten platzieren. Dann müssen wir auch gucken, ob das die passenden Pflanzen dazu sind. Wenn ja, haben sie auf jeden Fall schon mal genug Kletterfläche. Schwebt jetzt hier auch nichts mehr? Nee, ich glaube nicht. So. Spielzeug. Refutterspender. So. Dann noch ein Fußball. Und was zum Musik machen. So. Und hier in der Mitte stelle ich euch noch Futterbox hin. So. Und hier vorne. Genau. Sowas. Ein Reifen. Oh ja, das finde ich cool. Wann gibt's denn den? Noch nie gesehen. Spielerischer Futterspender. Cool. So. Ich glaube, das ist erstmal genug. Dann würde ich sagen, gucken wir mal nach unseren Gorillas. Da. Da. Einmal bitte hier hin verlegen. Oh. Ich müsste das ja auch noch im Arbeitsbereich hinzufügen, ne? Futterstation? Ja, so. Das ist dann Gehege Gorilla. Und dann stellen wir auf, machen wir hier auf jeden Fall noch schnell mal eine Einrichtung hin. Mitarbeitereinrichtung, Tierpflegerhütte. Wo kommst du her? Afrika. Einrichtung. Kleine Tierpflegerhütte hier noch hin. Und dann gibt es hier noch einen neuen Tierpfleger. Für Bereich Futterstation. So. Und jetzt möchte ich bitte meine Gorillas hier haben. So, einmal. Einrichtung hat keinen Strom, kümmern wir uns sofort drum. Bestimmt die Tierpflegerhütte. Und dich möchte ich bitte auch noch hierhin verlegen. So. Dann kümmern wir uns noch um den Strom. So. Wenn wir den hier hinstellen, dann decken wir eigentlich ganz gut was ab. So. Fügen das noch dem Arbeitsbereich Futterstation hinzu. Hoppala. So. Jetzt brauche ich bitte hier einmal meine Gorillas. Und dann dekorieren wir das noch schön. Ich erst mal wissen, ich mache das ja sonst immer vorher, wie ihr das sonst ja immer gesehen habt. Aber weil ich halt wissen will, ob die Pflanzen, die hier schon sind, ganz toll finden oder eher nicht so. Wollte ich das jetzt erstmal abwarten. Und Spendenbüchsen nicht vergessen. Miezen, macht man nicht so einen Krach hier.
Nehmen wir den auf jeden Fall noch eine schöne Wasserstelle. So, da ist Ryder. Hallo? Wie findest du das hier so aktuell? Gelände ist groß genug, Kletterfläche ist da. Nur so viel langes Gras. Okay, machen wir erstmal taktischen Dingens. Erstmal alles kurz. Dann ist das lange Gras schon mal weg. Das ist erstmal schon mal dann praktisch. Was ist denn jetzt hier noch langes Gras? Langes Gras. Lama wird weiter wachsen. So. Und jetzt möchte ich gerne Erde. So. Ich mal gucken, ob ich vielleicht hier irgendwo denn die Wasserfläche mache. Weil ich möchte gerne Wasserfläche haben. Wasserfläche, Wasserfläche. Ein bisschen felsig, darf das hier auch gerne sein. Sand passt auch ganz gut. Das können wir dann für die Wasserfläche benutzen. Da kommen die anderen beiden Gorillas. Er braucht aber nicht viel Gras, ne? Ja, so passt das. 100% stabiler Rückzugsort ist auch gegeben. Pflanzen sind auch alle okay. Das läuft. Super. So. Und ich würde sagen, Pflanzen sind super. Gorillas sind da. Alle drei. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Zello. Tschüss.